Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blasphemous und wir befinden uns immer noch auf dem Friedhof zu den Gipfeln, beziehungsweise, ja, nicht beziehungsweise, sonst ist so. Und da versuchen wir weiterzukommen. Bin ich beim letzten Mal kläglich gescheitert? Wir müssen einfach noch weiter nach oben kommen, das kriegen wir jetzt aber hin, glaube ich. Was ist er denn? Es ist jetzt ganz nah, die weinen Gesichter aus Eis künden von der Nähe des Klosters, sie künden, das hatten wir schon mal gelesen. Schutz. Oh, ja, ganz cool. Also. Oh, das ging gar nicht gut. Oh. Hey! 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 Alter, da war ich in der Falle. Das ging gar nicht. Sofort kläglich gescheitert beim ersten Mal. Na gut. Das war wirklich gerade irgendwie total dumm. Gehen wir nochmal dahin. Hab jetzt nicht mitgerechnet. Ja, aber auch so ist das, ne? Ich lasse es laufen. Wir können natürlich jetzt einen Neustart machen, weil es direkt am Anfang ist, aber ich finde, ihr solltet schon sehen, dass man auch dumm sterben kann. So. Oh nein. Na gut. Ist das so schlimm? Das wollte ich gar nicht. Habe ich ihn dann gemacht. So. Okay. Danke. Okay. Also gut, ein bisschen zurückgegangen. Ja, diesen coolen Move, da mache ich. Ah, okay. Natürlich nicht getroffen werden. Aber der ist auch nicht schlechter Move. Ah, Entschuldigung. So. Ja, okay. Nein. Das ist mal. Schon blöde, wenn man die nicht so richtig in die Enge getrieben hat, dann macht es natürlich nicht so viel Sinn. Da. Man muss echt mit dem Wind ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir Gegenwind. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu springen. Karte. Hier gestorben? Irgendwo bin ich mal gestorben, ich weiß nicht mehr wo. Na, guck mal hier. So, wo? Okay. Aber wir sind weder, wir sind links noch nicht weitergegangen, wir sind auch hier noch nicht hoch weitergegangen. Also wir gehen erstmal nach oben. Hier runter. Wollen nicht ganz so. Die sind total nervig, die Viecher. Ja, jetzt nicht die schweren Kämpfer, aber die. Nein. So ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig ist es schon. Geht noch weiter nach da oben, ne? Weiß nicht mehr, was war noch da oben? Aber da komme ich gar nicht hoch. Noch irgendwas lernen? Wahrscheinlich, ne? Hatte ich mir beim letzten Mal auch schon überlegt, glaube ich. Okay. Warte mal kurz ab, bis er wieder auf der anderen Seite ist. Wir müssen doch gar nichts mehr machen. Ich kann direkt nach oben gehen. Aber ich würde auch ganz gerne weiterkommen, ne? Oh. Hier oben links.
Ah, ich hab ihn erwischt. Okay. Sehr gut. Nee. Da muss man auf den Wind, da muss man auf den Wind warten. Scheiße. Hab ich nicht gemacht. Gegenwind bringt nichts. Aber. Das kann man nicht hoch, ne? Oh, Gott sei Dank. So, den kriegen wir auch gekillt hier. Okay, hier rüber. Okay. Ich hau immer alle Statuen kaputt, die ich finde, weil sonst weiß man nie, was passiert. Ah, guck mal. Sehr gut für uns. Zack. Und einen länger. Sehr gut, sehr gut. Da freuen wir uns. Können wir da höher kommen? Okay, da muss man wieder auf den Wind achten. Da muss man wieder. Muss ein gutes Timing sein. Eieieiei. Ja. Eieieiei. Jetzt kann man wahrscheinlich nur darüber kommen, wenn man Mitwind hat, oder? Okay, da kann man auch mit dem Wind rüber springen. Das machen wir jetzt auch. Warte, so warten, bis der richtige Wind kommt. Der falsche Wind. Ein bisschen gemein, das ganze Ding. Ah, guck. Da schau einer, guck. Was ist das? Teil eines Grabsteins. Okay. Was können wir denn damit machen? Teil einer Keramikplatte, die man seltsam auf dem schneebedeckten Gipfel fand. Die Dorfbewohner verließen ihre getrocknetes Land nur selten, um sich in die Kälte der Berge zu wagen. Aber diese Grabplatte gehörte zweifellos jemandem aus Erbero. Das Bruchstück schützt vor Stürzen und verkürzt die Erholungszeit. Ist ja auch nicht schlecht. Was haben wir nochmal hier? Haben wir dran? Wir haben drinnen haben wir Verteidigung und kann Gesundheit wiederherstellen. Ist auch nicht verkehrt. Aber Stürzen sind natürlich noch ein Tick geiler, ne? Aber viel auch nicht, oder? Jetzt die Erholungszeit, okay. Lassen wir mal weg. Ich kann es nicht runter. So. Dann mal den Sprung machen nochmal. Zack. Eine Mörderkraft haben muss. Um das so hinzukriegen, oder? Im Wind warten sollen. Na gut. Oh, das sieht ja gar nicht gesund aus hier. Obwohl, ein Gegner kann nicht kommen. Meistens kriegt man einen. Mal trotzdem mal mehr Leben. Ich wollte sagen, meistens kriegt man doch so einen. Oh, schon wieder. Indeed, sister of mine. Our encounter is approaching. The miracle will protect me. I do not need your protection this time. Leave me alone. Mhm. Okay. Die haben wir schon mal getroffen. Konvent unserer Dame mit dem verbrannten Antlitz. Eieiei. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo speichern, sonst kotze ich gleich. Das sieht doch schon danach aus, ne? Nee. Gegner? Komm schon.
Ah, okay. Also ich kann damit reden. Ich dachte erst nicht, dass es ein Gegner war. Aber neue Gegner vorgestellt, ist auch nicht verkehrt. Oh. Da oben. Perfekt. Speichern. Oh, wo sind wir denn schon wieder? Sind wir nicht hier wieder in der... Nee. Sieht so ein bisschen aus wie in der Zisterne da, ne? Wer ist noch oben längs? Ah, da kann ich nicht rüber. Okay. Dann müssen wir vielleicht hier runtergehen und da hoch. Oder können wir nicht hochspringen? Das geht nicht. Okay. Hier ist auch nichts weiter, ne? Gehen wir hier rein. Oh, ist das Lava? Sieht fast so aus. Das ist schön. Oh! Alter Schwede, aber dann machen wir trotzdem mal Leben. Oh. Oh! Eieiei. Er ist das, ne? Er zieht da die Fäden mit dem Scheiß. Arschloch. Gut. Dann hoch. Die wäre okay. Ja, warte, warte, warte nur kurz mal. Huch, das Viech. Ach, da muss ich auch noch hoch, okay. Verdammt, da war ganz schön viel Leben verloren. Na ah, cool, das ist wieder so ein... Man weiß nicht, ob es cool ist, aber irgendwas krieg ich da. So, Kugel sammeln wir mal auf. Brustbein von Vitas, dem Schauspieler. Okay. Sind wir runter? Ich muss die Karte mal gucken. Die Karte ist echt, glaube ich, nicht gerade klein hier. Gucken wir mal. Ah, oh, das war dumm. Oh nein! Ach scheiße, ich darf gar nicht das Ding berühren. Ah, das war natürlich blöd. Okay, okay. Das war natürlich doof. Also wir sind oben. Ich gehe nochmal oben längs, aber ich gehe mal einmal kurz unten längs. Gucken, ob es hier noch irgendwas ist. Und da sind wir gekommen, aber es geht ja noch weiter runter, ne? Und nochmal unten längs. Was? Oh, hier ist eine Leiche. Die Schwestern beugen ihr Haupt vor zwei Gestalten ihrer Krypta. Welche Geheimnisse mögen sie bergen? Ihre Augen erwarten Opfer, erwarten Schmerz, erwarten Blut. Hm, lecker Blut. Feuer. Oh, oh, da habe ich echt getroffen. Ich dachte. Oh nein. Okay, wer ist er denn hier?
Herz aus Salpeterblut. Ist der Büßer dem Tode nahe, erhöht sich der Angriffsschaden. Nicht verkehrt, können wir natürlich jetzt noch nicht machen, aber nicht verkehrt. Ich kann durchrutschen, ne? Ah. Noch mehr Ausgänge? Ne, das war eins, genau. Gut. Sehr gut. Aber der kommt auf der anderen Seite auch noch runter, ne? Hört rein. Was hier ist? Ich höre mal kurz rein. Ne? Okay, jetzt kommen wir von der anderen Seite. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Gut, also ist die Tür offen, dann können wir jetzt, dann sind wir wieder hier, ne? Ja, sehr gut. Also man findet immer mehr Abkürzungen, das ist natürlich sehr geil. Aber wir gehen zurück. Das wollen wir ja nicht. Sehr gut. Jetzt gehen wir hoch und holen uns mal den letzten, unser letzter Mana wieder, wollte ich gerade sagen, unser letztes Mana. Wenn wir schon hier sind, können wir uns auch gleich hier oben noch heilen. Okay, das ist ein goldener Schalter, den müssen wir bestimmt drücken. Es zieht sich so ein bisschen, wenn man so auf sowas hier warten muss, oder? Oh nein! Durchrennen. Oh nein! Durchkommen ohne Leben zu verlieren. Ich natürlich nicht. Hier müssen wir schon auch noch mal runtergehen. Müssen wir mal runtergehen? Ich weiß, was da unten ist. Ja, wollte ich mal machen. Mann. Ach. Klar, ich kann noch mal Leben verlieren. See, was wir noch mitnehmen können. Gibt es noch einen anderen Weg? Gehen wir auch noch rein. Achso, dann sind wir von unten dran. Okay, das geht natürlich auch nicht verkehrt.
Hammer. Oh, so kalt. Hier längs. Aber unten ja schon das erforscht. Nicht verkehrt. Besser. Oh nein! So, hoch hat man wieder erlangt. Hier kommen wir nicht durch. Das müssen ja irgendwie runter. Sicher. Ich kann auch noch einen runtergehen. Wo geht's denn da runter? Lass mal kurz, lass uns erstmal runtergehen. Irgendwie nach was. Wie groß ist das? Groß ist es hier gar nicht. Obwohl, da geht's auch irgendwo rein. Da waren wir ja schon, ne? Ah, guck mal, hier ist der Schalter. Perfekt. Abkürzung frei. Oder jetzt mal drauf gehen, aber jetzt können wir uns hier mal kurz mal Leben holen, oder nicht? Hehe. Auch nicht verkehrt, oder? So. Warum? Weiter geht's. Sollen wir noch mal kurz nach unten gehen, ja, ne? Wenn wir schon hier sind. Ab. Ich bin geblockt. Ich nicht. Alter! Die sind ja schon fies. Oh. Fieses Viech. Haha. So können. Oh, echt jetzt? Oh, hab ich den echt? Viel. Gott sei Dank macht er nicht so viel Schaden, wenn er trifft. Aber trotzdem nervig. Nervig. Aber gut, dass man sich so schützen kann, ne? Man kann nur einmal treffen, das ist total blöd.
echt blöd. Doof. Oh. Kleine Perle aus blauem Wachs. Gut, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es ist ja noch viel zu erforschen, wenn man auf die Karte guckt. Und das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.